Nächstes werfen wir einen Blick auf die Einstellungen von Google Chrome. An vielen Schulen ist es mittlerweile aber so eingestellt, dass beim Ausschalten des Computers alle Daten gelöscht werden. In diesem Fall würden also diese Einstellungen, die du in Chrome vornimmst, nicht gespeichert. Dennoch macht es Sinn, dass du dich damit auseinandersetzt, nicht zuletzt deshalb, weil du ja zu Hause vielleicht auch einen Computer an deine Bedürfnisse anpassen möchtest. Die Einstellungen findest du über diese drei Punkte: Einstellungen. Zuoberst könntest du dich bei Chrome anmelden. Macht Sinn, wenn du Google-Dienste benutzen möchtest. Das lassen wir im Moment, aber beim Start da kannst du natürlich neue Tab-Seite öffnen lassen. Allenfalls macht es hier Sinn, wenn du eine Startseite angibst, zum Beispiel deine Klassenseite. Dann könntest du hier das Design noch anpassen. Das Einzige, was ich hier mache, ist die Schaltfläche Startseite anzeigen und hier hat es nun dieses Haussymbol. So komme ich immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Und du könntest auch einstellen, ob die Lesezeichen immer eingeblendet werden. Das lasse ich auch mal, auch wenn ich jetzt noch gar keine Lesezeichen habe. Dann die sogenannte Omnibox. Das ist dieses Feld hier. Hier kannst du einerseits die Adresse eingeben, wenn du sie kennst. Du kannst aber auch einfach Suchbegriffe eingeben. Und hierfür kannst du bestimmen, welche Suchmaschine verwendet werden soll. Hier haben wir im Moment drei zur Auswahl. Ich lasse es mal bei Google. Und du könntest aber auch noch weitere dazu nehmen. Du siehst, an meinem Computer gibt es jetzt verschiedene Personen, die mit Chrome arbeiten. Bei dir ist dieses Feld leer. Du könntest also verschiedene Profile anlegen. Das macht vor allem dann Sinn, wenn du die schulische und die private Nutzung voneinander trennen möchtest, insbesondere für die Passwörter. Lassen wir mal. Und hier könntest du auch nochmals Chrome als Standardbrowser festlegen, falls du diese Option vorher deaktiviert hast. Dann haben wir weiter unten die erweiterten Einstellungen, schon ein erster Blick darauf. Da kannst du die Datenschutzeinstellungen noch vornehmen oder anpassen, zum Beispiel Daten, die gesammelt wurden, auch gleich wieder löschen. Ebenso könntest du Passworteinstellungen noch ändern. Du kannst einstellen, wie die Webseite angezeigt werden soll. Unter anderem könntest du hier auch eine Standardschrift festlegen für Webseiten, auf denen die Schrift nicht definiert ist. Weiter unten unter Downloads kannst du bestimmen, in welchen Ordner die Downloads gespeichert werden sollen. In meinem Fall ist es jetzt im Home-Verzeichnis im Ordner Downloads. Das macht sicher Sinn. Ja, das wären die wichtigsten Einstellungen für den Moment. Zu den Erweiterungen, also den Funktionen, die du zusätzlich einbauen kannst, kommen wir dann in einem späteren Videotutorial. Nun verlassen wir diese Einstellungen wieder, indem ich auf das Home tippe und beim nächsten Start, ich beende jetzt Chrome und starte es erneut, ist jetzt meine Startseite neu definiert.